Seinen Namen kennt kaum jemand. Seine Musik, englischer Indie-Rock. Sein Ursprung, eine deutsche Castingshow. David Pfeffer, 29 Jahre alt, auf seiner ersten Tour durch Deutschland. Ein Konstrukt der Musiksendung X-Factor. Da ich nie Castingshows geguckt habe, wusste ich erstmal auch gar nicht so richtig, was es ist und habe mich dann informiert darüber und im Pressespiegel mal so gelesen im Internet. Und das war irgendwie ein Format, was mir dann durchaus irgendwie auch zugesagt hat, weil es anscheinend da mehr um Musik geht als um Side-Stories. Tatsächlich gehört X-Factor zu den seriöseren Fernseh-Talentshows. Anders als beim Konkurrenten Deutschland sucht den Superstar, scheint hier wirklich die Stimme im Mittelpunkt zu stehen. Doch auch für einen X-Factor-Gewinner startet die Karriere anfangs steil, ist jedoch auch meist schnell wieder zu Ende. Wir versuchen jetzt die Momente zu genießen. Eine Tour spielen war irgendwie ein Lebenstraum, der sich gerade erfüllt. Und deswegen ist das für uns irgendwie eine tolle Zeit. Und alles andere muss man sich irgendwie vielleicht auch dann mal für den Moment so ein bisschen ausblenden. Was nützt das jetzt, wenn ich mich deswegen verrückt mache und jetzt sage, vielleicht ereilt mich das Schicksal wie bei jedem und vielleicht auch nicht. David Pfeffer, noch vor wenigen Monaten ein Streifenpolizist, will den Erfolg so lang genießen, wie es geht. Als berühmt sieht er sich aber noch lange nicht an. Ernsthaft, ich kann ganz entspannt mit der U-Bahn fahren. Ich weiß nicht, also ich denke mal, Menschen, die einen Popularitätsstatus haben, dass dann wirklich irgendwie jeder Zweite oder jeder Dritte kennt, das ist bestimmt anstrengend, das glaube ich schon. Aber das ist bei mir nicht so. Also ich kann eigentlich alles machen, was ich vorher auch getan habe. It's not a shame to be afraid. Es klingt fast ein wenig traurig. Deutschlands neuen Musiker kennen die wenigsten. Knapp 3 Monate nach dem Sieg bei X-Factor versinkt David Pfeffer im Meer von Castingshow-Gewinnern. Scheint das aber längst selber zu wissen. Vom No-Name zum gecasteten Star. Nach dem Gesetz der Serie eine endliche Erfolgsgeschichte.